sind ja hier jetzt stehen geblieben mit dem ganzen Ding. Kladderadatsch, als ja. dann der Stromausfall von mir verursacht kam. Ja, da, die, da. Gegen den Schalter, den ich mir da gebaut habe. Im Übrigen danke dafür. Ja, du dann. Ja. Das und jetzt setzen wir die Gleise auf, mein Schatz. Ja. Nicht dagegen kommen, denk dran. Weil sonst ist wieder alles aus. Dann warten die auf uns. Hey, schalt doch nicht. Was denn? Die Corinna hat geschrieben, liebe Grüße zurück von Basti. So, tut. Habe ich gerade schon gelesen, auf der Uhr. Wie? Basti hat zurückgeschrieben. Meinst du, ich sehe das nicht? Ja. So, oh, weiter. Das wird aber jetzt kompliziert, glaube ich. Oder ich bin einfach nur zu blöd wieder dazu. Oder zu dumm. Na? Nee, ich glaube, ich schneide das hier wieder nicht, das System. Oder du probierst das da nicht. Ja, meine ich ja. Hey! Guck mal. Sag doch da nicht so wieder. So. Und jetzt sagt einer, ich habe eine große Klappe. Habe ich gar nicht. Doch. Was denn? Wie was denn? Was? Ja, was? Hä? Willst du das? Will ich Stress? Ja. Bum, bum, bum. Oh, stopp. Leute, ihr nicht so schnell, denn mein Nightbot spammt euch sonst. Sag doch Moment. Gar nicht. Fragezeichen, stop spamming emotes. Ja, nicht zu viele Emotes, bitte, in den Chat. Ich gucke jetzt mal, ob ich sie kriege. Fettite. Ja. Fünf. So, jetzt lass uns mal hier gucken. Eins. Dann ist alles vorbei. Ich glaube, der Paddy hatte schon mit seiner... Vorahnung recht, dass wir das nicht hinkriegen. So, jetzt gucke ich aber mal eben kurz was. Ja. Ja. Das waren eindeutig zu viel, deswegen hast du einen 5 Sekunden Timeout gekriegt. Nochmal und es gibt gleich eine Minute. Das macht der Nightbot automatisch. Ja, und dann machen wir alles aus und dann nochmal an. Nee, die Corinna. Die hat hier so zu viele Zeichen gesetzt. Und wenn man da zu viele Zeichen setzt, dann sagt der Bot, du, deine Nachrichten, die schicke ich, lasse ich dich nicht rausschicken. Ich sperre dich jetzt für 5 Sekunden im Chat. Dann darfst du nicht mehr schreiben. Das ist auch gut. Ja. Ja. Ja, 5 Sekunden waren es. Beim nächsten Mal wären es 30 und danach eine Minute. Und dann 5. Dann geht das da nicht. Oder 10. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den da oben reinkriegen. Hier, komm. Ich helfe da nicht. Ich will das merkt man. Ich will nur 10. Und die Anleitung brauche ich noch. Ja, die liegt hier auf meiner Seite, mein Engel. Dann. Nein, kann ich gerade nicht. Weil ich deinen Job hier mache. Denn du hilfst mir ja nicht. Hier, nimm den. Nee. Okay. Das ist echt. Genau, wir schieben das. Nein, andersrum. So rum. So, genau. Weil du musst diese Kanten, die müssen dahin. Okay? So. Ja! Nicht so viele. Ja. Nicht so viele. Richtig. Viel. Hey! Lach doch nicht! So. Wieso lach doch nicht? Lass die doch lachen. Nee. Wenn die, weißt du, Luca, wenn die Spaß haben, dann kommen die. Konfetti! Oh, hör auf mit Konfetti, du. Sonst muss ich noch dein Auto von der Vivian saugen.
Die Arme. Naja, aber das ist sie ja selber schuld, wenn man mich halt so ärgert, ne? Da muss man damit rechnen, dass sie Konfetti dann auch abkriegt. Irgendein Scheiß. Irgendein Mist. Ja, ich bin auch müde. Du bist müde? Ein bisschen, ja. Nur ein bisschen. Weißt du, was man dagegen machen muss? Aber mit. Ja, nein! Hey! Ja, aber gut. Ja, Betty, hast du recht. Hat sie schon. Nein! Aber ohne Flachs, ne? Nein. Ich hätte das Gesicht von der zu gerne gesehen, wo sie die Tüte da am Ausschütteln ist. Ach, ist das cool. Komm, jetzt sag den anderen mal im Bescheid, die soll mal reingucken. Ja. Ist doch eigentlich ganz lustig hier. Ja. Weil die dann auch mit Dutzen. Hm. Oder? Hm. So, jetzt krieg ich das hier nicht rein. Was soll denn das? Ah, da sagst du Titi. Das sagt man nicht, Luca. Hey. Toll. Ja, ne? Geht doch nicht. Was geht nicht? Geht doch da nicht. Was denn? Das. Was der Paddy da geschrieben hat? Doch. Das hat ja was mit... Wir haben doch eine Karte gemacht. Mhm. So. Oh, ja. Und da haben wir doch in die Tüte, haben wir was reingemacht? Konfetti. Und dann haben wir das zugeklebt und dann habe ich das doch zu Vivian gebracht. Ja. Oh, und die Vivian hat das Ganze dann auf den Kopf geschüttelt und dann fiel das ganze Konfetti raus, aber die Karte nicht. Und so böse Wörter sage ich jetzt hier nicht. So, mein Engel, du musstest mir mal helfen. Ich muss das lesen. Sag mal. Ich hab gut gelesen. Ja, und mir nicht geholfen. Ich helf dir. Nee, oh, aufpassen. Jetzt musst du aufpassen. Ja. Hey! Papa? Der Papa hat die Arbeitskollegin verhohlepiepelt. Hey, sag doch das! Veräppelt. Veräppelt und verhohnepiepelt ist das gleiche, Schatz. Wirklich? Ja. Du Sausat! Nein, nicht du Sausat. Das wusstest du. Das ist so. Da oben, das ist so über 15 Stunden unter. 15 Minuten steht da, mein Engel. 15. Nicht 50. Ich hoffe... Genau, nicht so viele Smileys. Da habe ich recht. Aber das war ja nicht der Paddy, das war die Corinna mit so vielen Smileys. Ja. Oh, hier, ein Daumen nach oben. Genau, veräppelt, genau. Ein Daumen nach oben. Ach noch, Leute, euch, 1000. Richtig? Mhm. Stunden aussperren. Ja, aber da merkt man noch nichts von. Das passiert erst dann, wenn es länger dauert. Dann. Und wenn die nicht lieb sind, nee. Ne, dann kann der Papa jetzt hingehen und sagen, ja, und tschüss, raus. Tschüssikowski. Mach doch wieder rein. Ja, ich mach ja wieder rein. So. Nee. Genau, das wird das Schienenbett. Richtig, genau erkannt. Na, hast aber gute Augen, Mama. Ich auch. Immer besser was sein. Papa? Luca? Wie mal dein Auto machen, dann du dann steamen. Ich ja. Und ich schreibe dann was, okay? Das lässt sich dann bestimmt einrichten, mein Engel. Ja. Was? Ach so, ja.
Ja, vier. Ja, vier. Das V hattest du noch nicht, mein Schatz. So. Aber das R, ne? Ja. So. Das fertig. Ist das Schienenbett. Richtig, Paddy. Der Kandidat hat 100 Gummipunkte. Bing, 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 bing. Bing, 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 so. Bing, bing. Damit wäre die Nummer 1 fertig. Teil 1 fertig. Auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt holen wir mal das hier rüber. Ja, ich muss noch und das hier. So, du musst gucken, genau. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Er muss mir das jetzt sagen. 87, 87, 88, 88, 87, 87. Oh, ist gut. Ich habe die alle hier. So. So, ne? Ja. Und die muss dann einmal dahin und einmal dahin. Moment, lass mich die erst rausmachen, bitte. Ja. So. 87. Ne, ja, da sind ja ein paar mehrere 87er, ne? Ja. Du, ja! Und hey! Ja, aber was willst du mit dem Punkt machen? Da gibt's nichts für. Ja, hol dir einfach den Punkt. Ich mach deine Stern. Oder? So. Wie? Boah, was ist denn das? Wieso geht denn das so schwer jetzt hier? Lach einfach zu Papa. Das. Nicht so frech. Ja, ja. Weiß ich. Einfach die. Einfach nur die. Aber nicht der. Nur die. Aber nicht die. Der. Die. Die muss auch mal was zeigen lassen. Wer denn? Die Corinna? Der. Die Corinna ist das. Ja. Muss auch ja. Mal fahren. Hm. Die Corinna lief wahrscheinlich auf der Couch und ist eingeschlafen. Ja. So, ich die dann nicht mehr schreiben. Die kann nicht mehr schreiben? Nee. Warum kann die denn nicht mehr schreiben, die Corinna? Ja, aber sag mal. Nee, ich hab nicht. Oh, die 85. 85? Ja, da. Oh, tatsächlich. Die habe ich noch. Ja, die ist ja auch hier oben. Das. Was? Corinna hat einen Timeout bekommen? Wirklich? Nein. Die Corinna hat kein Timeout bekommen. Wie sind die Smileys mitessen? Na, aber so geht das. Ja. So ist das in Ordnung mit den Smileys, mein Schatz. Ja. Oh Mann. Na, der Luca passt auf, wie ein Wachhund, ne? Ja. Wenn ihr zu viele Smileys macht, Timeout, tschüssi. Das geht noch. Ja, dat, Corinna, das war ja jetzt wieder klar, dass das kommt von dir. So, zweite Teil ja. Ist auch leer. Erste Teil war das. Warte, ich hab das. Ich hab ich das noch. Zweite Teil ah. Ist auch leer. Fupp, ab in die Mülltonne damit. Papa? Luca? Ja? Bitte. Ja? Was möchtest du? Ich hab noch meine Bücher an. Kann ich da dann was schreiben? Bitte? Nee, kannst du dann nicht. Warum? Moment, Moment. Was musst du dir mal ausleihen? Den Timeout, Corinna? Und was gibt's für Kuchen? So, jetzt komm, hier. Wir machen damit weiter. Wir müssen ja jetzt gucken, wo kommen die Sachen denn jetzt hin hier? Die da. Und das kommt da rein. Ja. Also, okay. Ich bin ein Wachhund. Ed Paddy. Es ist Käsekuchen ohne Boden im Backofen. Direkt in Gläsern zum Einkochen später. Nein!
Ach so, weißt du, die Corinna will dich mal ausleihen, wenn du so ein kleiner Wachhund bist, dass du immer aufpasst. Nein! Nein? Nein! Nein! Hey! Sag mal! Sag mal! Ich verleihe doch meinen Jungen nicht! Ja! Oder? Nein! Wer weiß! Dann kriege ich mit der Mama Ärger, ne? Bitte? Halt still! Dann kriege ich mit der Mama Ärger, wenn ich dich verleihe, ne? Ja. Und hier ist doch... Ja. Ja, natürlich! Ja, der bellt auch ganz laut. Oh. Ah, ne, bellen. Bellen. Wuff. So. Wie? Hogwarts Express. Da. Nicht heulen. Nicht heulen. Nicht heulen. Nicht au, sondern wuff wuff. Meinte. Zeig bald auch nur weiter. Das geht eh. Du bist so ein Lümmel, ne? Wie? Ja, du! Nein! Doch! Bin ich nicht! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein, bin ich nicht! Also, wer von uns beiden ist hier wohl der größere Lümmel? Ich bin hier die ganze Zeit am Bauen und was macht er? Chill. Nur Blödsinn! Genau! Chill. Ja, chillen, genau! Und ich hab die hier! Du bist der Chef, ne? Oder wie war das? Nico, oh je, das mega. Mandarinen. Käsekuchen macht die Corinna. Ich mag Käsekuchen natürlich. Ja, was heißt das? Conny, bring vorbei den Käsekuchen, ZZ. Z. Du weißt ja, wo wir wohnen. Ja, ich will ein Stück abhaben. Komm ran auf den Meter hier. Ah, weißt du Bescheid, ne? Den ist nichts mit Einkochen hier? Mit ein Tor, Tuchen, ein bisschen Tuchen, Stück und dann... Und das ist nur das Gleis. Und dann hau da steht im Übrigen ab. Meine Frau. Und dann hau da. Wieder ab, okay? Da war die Hand. Da, genau da. Sie möchte nicht vor die Kamera, denn sonst könnte die Linse platzen. Ja, und ob du Besuch kommst oder nicht, der Junge hat gesagt, der möchte Käsekuchen. Also bitte, Käsekuchen. Der Junge lebt Käsekuchen. Ja. Du wirst dem Jungen doch jetzt nicht seinen Wunsch verwehren. Ja. Oder? Ja. Also wirklich. Ja. Dafür darfst du bestimmt dann auch mal mit dem Zug spielen, wenn er fertig ist. Ja. Aber lass dann morgen noch ein Stück über. Also sollst du den morgen erst bringen? Ja. Oh. Ja. Und? Warte, warte, Moment, Moment. Ja. Morgen. Ich mach ja. Immer das gleiche hier. Ja, natürlich! Nix Rezept, den fertigen für den Jungen. Ja, aber nicht so lange. Oder meinst du jetzt einen Paddy, dem du das Rezept schickst? Der Junge kann doch nicht kochen und alleine lasse ich den nicht. Wir reden hier von Käsekuchen die ganze Zeit. Ja. Paddy und Corinna. Corinna hat angefangen.
Dann sollen wir anfangen zu backen. Ja, der ist ja schon im Ofen. Ich habe ihm jetzt gerade gesagt, ich will die Corinna Käsekuchen machen. Oh, ich liebe Käsekuchen. Ja, dann bringen wir vorbei, oder? Oder nee, heute geht das noch. So. Heute geht das alles noch. Ja. So. Hast du gehört? Heute geht das alles noch. Ich esse den Stern. Bis 22 Uhr ist noch hin. Ich esse den Tuch auf und dann ist Eddie in der Gelände. Ja, natürlich. Nein, hau mal rein. Nein, meine Frau, meine, doch, die muss nicht backen. So, oh, Luca, jetzt wird's interessant, denn jetzt kommt der Zug. Jetzt haben wir das Gleis fertig. Jetzt fangen wir mit dem Zug an. Hier, du musst die Teile raussuchen. Die Teile nochmal. Oh, Leute, das kann man. Ich guck mal, ob ich das hier zeigen kann. 28, so. Die 49, die 47. Guckt euch das an. Also wenn ich so halte, dann passt das genau gerade so in die Kamera. 47. So, und das war auch schon die erste Folge. Wir haben das Gleisbett zusammen und dann geht's gleich auch weiter mit Folge 2. Dem Zug. Der zweiten Seite. Das war jetzt die Seite. Und dann geht's weiter mit der Seite. Natürlich mit kleiner Unterbrechung. Bis dahin, bleibt einfach dran, ne?